Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Fortnite. Mein Name ist Kubana. Wir zerstören die Lager in der Geisterstadt, in Brutal, im Level 70. Der Grund ist das hier. Ich brauche noch 4 Seebots. Und deswegen mache ich zerstören die Lager. Ja, und dann möchte ich Teaser nochmal anteasern. Demnächst gibt es mehr vom Kubana, also von mir. Und ich werde dann nochmal ein eigenes Video dazu drehen, und wo ich genau das vorstelle. Auf diesem kleinen Hauptkanal. Und ja, das ist genau der Punkt. Es wird einen weiteren Kanal von mir geben, den ich sehr bewusst und ganz bewusst und ganz absichtlich extra halte. Denn irgendwas Merkwürdiges passiert hier in dieser Zone. Das nehme ich jetzt nicht mehr. Die Höhlen drehen durch, ihre Lager spawnen riesige Gegnerwellen. Ach, hätte fast gereicht. Wir müssen verhindern, dass es sich ausbreitet, egal wie. Wenn du ein aktives Lager findest, musst du auf alles vorbereitet sein. Laut meinen Informationen haben wir 20 Minuten, um die Ziele zu neutralisieren. Durchsuche die Zone und halte Ausschau nach allen möglichen Lagern, die gereizter aussehen als sonst. Oh, schaue nach Seebots. Na bitte! Und? Schalte die Gegner aus, um das Lager zu räumen. Okay, die muss ich wohl töten. Wir können aufzumalen. Komm schon, Leon. Würde mir das bitte jemand erklären? Wie besser ist es? Das ist überhaupt nicht dämlich. Das ist cool. Und ich bin ein Held. Ich habe daheim bereits Unmengen an Leuten vor diesen Fiesviechern gerettet. Nur zur Info. Fiesviecher? Meinst du damit die Höhlen? So nennst du diese Dinge? Das riecht sich doch aber ein wenig kompliziert aus, oder? Wir darüber debattieren, nachdem wir die Fiesviecher oder Höhlen oder wie du sie auch immer nennen willst, besiegt haben? Okay, ich muss das fragen. Wenn du die kleinen Fiesviecher nennst, wie heißen dann diejenigen, die Schädel werfen? Oh, du meinst Schädelfratzen. Und die großen Angreifer? Fettblaster. Und die, die wie Baseballspieler angezogen sind? Sowas haben wir nicht. Bei uns gibt's nur lahmende Cricketspieler. Klingt gruselig. Nicht wirklich gruselig, sondern eher verwirrend. Ständig halten sie für eine Teepause an. So. Ich glaube, das war das letzte. Seebot. Ruhende Lager können später aktiv werden. Du standst mir gerade weg, hast du es nicht gemerkt? Ruhende Lager können später aktiv werden. So. Und jetzt kümmern wir uns um die bestehenden Lager. Ich werde verfolgt. Kennt er mich? Was doch schon. Auf zum nächsten. Das nächste Lager. Wo kommen die denn alle her? Überprüfe deine Waffen und Munition, bevor du loslegst. Hab eins. Überprüfe deine Karte. So, überprüfe deine Karte, hat er gesagt, der Ray. Dann gehen wir doch mal in die Richtung, wenn er sagt, ich soll die Karte überprüfen. Ja, da hinten war ich davon schon mal, oder? Oder auch nicht.
What the fuck? Hey! Liegen sie. Da sind da irgendwo welche. Wo sind die denn? Oh, da kommt eine ganze Horde. Du hast noch 15 Minuten, um die Mission abzuschließen. Autsch. Die Kasse ist ja noch. Na klar. Da ist das nächste. Sag mal, mache ich die Mission hier eigentlich alleine oder was? Runde 3! Natürlich. Du schaffst das. Hier man dann auch halt. Hab einen. Oh, nee, da war noch überprüfe einer. Deine Karte. Wo ist es denn? Da hinten. So. Eieiei! Hier ist Folge! Unglaublich! Sieh dich um, Kommandant! Da kommt noch mehr! Hab das nächste! Überprüfe deine Karte! Schön. Och, das ist ja gar nicht weit weg, so habe ich den Eindruck zumindest. Man denkt immer, es ist nicht weit weg. Schön wär's! Und dann ist es doch ganz schön weit. Ah ja, geht. So, dann gucken wir mal. Du bist kein Bär, ich war ein Bär. Jetzt wird's ernst. Mach dich bereit.
Jo, so, wie schaut's aus? Super Lage, die erste. Das nächste. Überprüfe deine Karte. Du läufst in die falsche Richtung, Lucky Killer Boy. Lad auf. Schild, Schild. Lad auf. Sie hängen schon in den Seilen. Lass jetzt nicht locker. Ich wollte zu ihm kommen und wollte ihm helfen. Doch nicht schlecht.
Eins übrig, ja, Ray, aber wo ist es? Bin ich jetzt blind? Ach. Ich war blind. Aber ich hab's gesehen, Ray. Dieses hier. Schalte es aus. Das ist es. Aus. Das wird doch, oder? Dann gucken wir das. Welche Munition hat er noch? So, auf geht's. Schon mal belegt. So. Die Zone ist frei. Gute Arbeit. Sehr schöne Arbeit. Gut gelaufen. Jo, ich hab's auch ehrlich gesagt nicht anders erwartet. Hatte ich schon von meinem Projekt über einen Kanal gesprochen? Demnächst. Ja, fahrt demnächst mehr. So viel sei verraten. Und ja, also im Januar geht's los. Ich vermute, dieses Video kommt sogar schon im Januar. Ah, knapp. Ja, doch, müsste es schon im Januar sein. Unter Umständen kommt es sogar schon als Teaser-Ankündigung, obwohl der andere Kanal schon live ist. Ah, ich liebe es. Das ist der Fehler, den ich liebe. Ja, ab und zu hängt's halt einfach. Naja, egal. Die Belohnung gibt es ja dann, wenn man das Spiel neu startet trotzdem. Wir sehen uns auf jeden Fall auf diesem Kanal bald wieder, hoffentlich. Und damit das auch wirklich wahr wird, solltet ihr ein Abo dalassen, das euch keinen Cent kostet. Mir auch kein Geld bringt, ganz nebenbei erwähnt. Abos bringen nichts, ne? Also das nur mal so nebenbei. Aber ihr habt natürlich den Vorteil, wenn ihr die Glocke aktiviert, dass ihr auf dem Laufenden gehalten werdet. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.